Pfarreien und Vereine haben oft dasselbe Problem. Kinder und Jugendliche haben kaum mehr Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Doch in Flensdorf, südlich von Bamberg, funktioniert das. Jugendliche aus 7 Vereinen betreiben dort seit März in ihrer Freizeit ein Aufnahmestudio. Unter dem Namen Steigerwald Online sind die fertigen Beiträge der Mediencrew auf YouTube zu finden. Der 11-jährige Lukas trifft sich heute mit den anderen, um die 5. Folge der Zeichentrickfilmserie Judith und Benjamin aufzunehmen. Als erster Tagesordnungspunkt steht die Redaktionskonferenz an. Jeder ist für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich. Die Gray ist das Herz des Teams und betreut die Jugendarbeit ehrenamtlich. Als ich Kind war, da gab es dann so Serien wie die Pfefferkörner und es gab Westerhof. Und da kam nie Ministrieren vor, nie Gott und nix. Und das hat mich immer so aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich möchte mal eine Serie machen, wo es auch ums Ministrieren geht, die aus der Region kommt. Und das tut sie. Mit den Zeichentrickfiguren setzt sich die Jugend mit religiösen und gesellschaftlichen Problemen auseinander. Lukas leiht Benjamin, dem Protagonisten der Zeichentrickfilmserie, seine Stimme. Und das unter professionellen Bedingungen. Unter den kritischen Augen und Ohren in der Regie vertont Lukas seinen Text. Er muss die Passagen einige Male einsprechen, bis es sitzt. Und das ist auch notwendig, denn in der nächsten Folge wird Erzbischof Ludwig Schick persönlich mitsprechen. Mehr wird jedoch noch nicht verraten. Das ist eigentlich einer der besten, weil da spricht ja der Erzbischof mit. Ja, und das war eine sehr coole Szene, mit dem Erzbischof dann zu sprechen sozusagen. Benjamin sieht im Übrigen so aus. Die zweite Hauptfigur ist Judith. Ihr leiht Luise die Stimme und das richtig gern. Also Synchronsprecherin, was ich ja jetzt so in der Art bin, das finde ich wirklich richtig cool. Also das ist wirklich total, man kommt an seine Grenzen quasi und muss sich in verschiedenste Personen reinversetzen. Bei Judith und Benjamin war es jetzt vor allem, als Judith traurig war, weil ihr Geburtstag nicht stattfinden konnte wegen Corona, da musste sie weinen. Und das war auch ein bisschen schwierig, das dann so zu sprechen, dass sie weinerlich ist. Zu weinen haben die Jugendlichen mit 1280 Abonnenten auf YouTube nicht. Gemeinsam meistern sie jede Herausforderung. Avid beispielsweise komponiert die Musik. Vor allem, wenn ich hier bin, ist eben der Laptop und hier dieses kleine Keyboard eben sehr nützlich. Das ist für eine Szene aus Judith und Benjamin. Und da habe ich eben ein bisschen rumprobiert, ob ich da was finde, was gut passt. Und da habe ich hier so was ganz Kleines mal gemacht. Es soll eben vom Feeling her auch ein bisschen trauriger sein, aber eben auch jetzt nicht zu traurig. Im Studio herrscht eine kreative Atmosphäre. Pfarrer Wolfgang Schmidt kommt gern hierher. Er hat mit den Jugendlichen bereits Impulse und Lieder für den YouTube-Kanal aufgenommen und ist auch in den ersten Folgen der Zeichentrickreihe zu hören. Also ich mache sozusagen die große Freude mit. Ich bin begeistert, dass am Ende meiner Dienstzeit, ich muss jetzt in Ruhestand gehen bald, dass da noch einmal so ein Aufblühen von Jugendarbeit ist, und zwar eine mediale Jugendarbeit. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich früher aus dem Pfarrhaus rausgehe und 1, 2, 3, 4 Fahrräder sehe, manchmal ein bisschen wild durcheinander, aber einfach Jugend pur, und das finde ich klasse. Aber was ist das Erfolgsrezept von Steigerwald Online? Wenn Leute hier ankommen, dann setze ich sie erstmal in Regie oder ich setze sie in andere verantwortliche Positionen, die sie überhaupt noch nicht können. Und dann lasse ich sie ausprobieren. Und dann probieren die Jugendlichen aus. Und dann sagen sie entweder, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Da möchte ich weiterarbeiten, da möchte ich nicht weiterarbeiten. Und dann bringen sie sich entweder gegenseitig die Sachen mit bei oder ich gucke noch ein bisschen mit drauf und dann sprechen wir Sachen durch. Was wir hier schaffen, ist quasi, Jugendliche kommen hier an, machen was mit Medien, schaffen sich selbst etwas, können es danach auch noch zeigen und im Lebenslauf können es was sowieso da hinschreiben. Man könnte alles in die Mappe und dann kann man sagen, ich habe hier Regie geführt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Und was wir geschafft haben, ist, glaube ich, dass wir ein Surrounding geschafft haben, in dem das möglich ist. Auf diese Weise hält Steigerwald Online den Ball weiter am Rollen, indem sie in der Zwischenzeit auch noch an einem Hörspiel und Podcast arbeiten.